Guten Morgen! Wir sind wieder auf dem Weg zum Rohkost-Potluck. Das letzte Rohkost-Potluck, was im Indoor sozusagen stattfindet. Das nächste wird dann schon draußen sein und ganz ehrlich, bei diesem Wetter heute hätte das auch schon draußen stattfinden können. Und ich bin gespannt, ob es dann das nächste Mal auch so gut klappt mit dem Wetter. Auf jeden Fall, ja, Rohkost-Potluck und das bedeutet wieder viele herzliche Menschen. Heute werden ungefähr auch wieder 50 Leute kommen und diesmal sind auch wieder Kinder mit dabei. Das vorige Mal war so ein Problem, weil ja, wenn du in einem Raum bist, ist halt immer Potenzial dafür, dass der Raum dann danach nicht mehr ganz so intakt ist wie vorher, wenn Kinder dabei sind. Deswegen haben wir, mussten wir das vorige Mal darauf verzichten. Diesmal probieren wir es wieder, in der Hoffnung, dass wir es nicht bereuen. Da werde ich dann Erfahrungsberichte am Ende des Tages und am Ende des Videos euch posten können. Das wird heute so ein bisschen, naja, müssen wir mal schauen. Ansonsten, ja, wie immer, von weit her kommen die Leute. Ich weiß schon wieder, dass welche aus dem Ruhrgebiet kommen. Es kommen welche von der Ostsee und auch wieder von unten, vom Süden, also von Richtung München. Das heißt, alles ist wieder vertreten und ja, haben sich wieder Fahrgemeinschaften gebildet. Und ich freue mich schon wieder drauf. Und ja, ich werde euch auf dem Laufenden halten, ein paar Videos machen. Bis dann. Ein Dip oder ein Aufstrich oder was auch immer? Ja? Was? Pastinake, Sonnenblumenkerne und getrocknete Tomaten. Und dann hier solche Taler mit rote Beete? Genau. Wer hat die gemacht? Ja, das ist auch von hier rote Beete, Möhre, getrocknete Tomaten und ein paar Kräuter. Okay, und das hier, diese Taler? Das sind die Talbrecker, das sind Möhren, Leinsamen, Mandeln, Knoblauch, bisschen Ingwer und Muskat. Okay, weiter geht's hier. Was ist in diesem Gläschen? Das ist der Dip dazu. Das ist ein Dip aus Currypulver, Orangensaft, Knoblauch, Dattelpaste, Cashews, Chiasamen. Ja. Und dann noch ein Salat. Dann noch ein Salat. Ja. Rote Beete. Rote Beete, Karotte, Sonnenblumenkerne, Kokoschips und Zitronen. Und dann Dip dahin. Wer hat dieses Glas hingestellt? Ich glaube, das ist meins. Das ist Rohrsenf aus Senfkörnern, Apfelessig, Olivenöl, Kurkuma ist noch cool. Drin, Apfel. Hat jemand direkt draufgeschrieben? Und hier sind erstmal Würsing-Chips. Würsing-Chips mit ganz viel Liebe, Sesam, Mandelmus, Knoblauch und Salzsohle. Oh. Supi. Und jetzt haben wir hier einen Pastinaken, Möhren, Erbsen, Paprikasalat. Da sind drin Walnüsse, Pfeffer, Kurkuma, Kreuzkümmel, Zimt. Steinsalz, Lukuma-Pulver, dunkle Balsamico-Creme, Olivenöl, Ahornsirup und halt Möhre, Erbse eben, Paprika, okay. Pastinaken. Das klingt auch sehr gut. Dann haben wir hier noch so eine Art Salat. Das ist Brokkolisalat mit getrockneten Tomaten, ein bisschen Linsen, Alfalfa-Sprossen und dann noch so ein bisschen und eine Avocado-Macadamia. Soße. Also das hier? Ja. Genau. Ist das angedörrt oder ist da... Was ist angedrückt? Der Brokkoli oder hast du den roh reingemacht? Nee, der ist roh, den habe ich noch ganz klein geschnitten. Achso, weil der so fluffig aussieht. Ja, ich habe die Soße drüber gegeben, die ist recht fluffig so. Cool. Okay, dann Beluga-Linsensprossen hier. Das sieht aus wie Sauerkraut. Wer hat das gemacht? Mit Beluga-Linsensprossen. Dasselbe, da habe ich schon die Sprossen hergestellt. Ich habe eben gehört, dass es wohl Sauerkraut ist mit Beluga-Linsen. Achso, okay. Fermentierter Chinakohl mit gekeimten Beluga-Linsen und Kreuzkümmel noch. Okay. Ach, du hast es gemacht? Ja. Achso, okay. So, dann Tomatensalat? Nein. Das ist ein mexikanischer Papayasalat. Da sind Papayas drin. Also ich hätte das gesehen. Papayas, Tomaten, Schnittlauch, ja, Avocados, Paprikapulver, Zimt. Und da ist noch ein Esslöffel Soja. Habe ich mal ausprobiert. Richtig.
Dann haben wir hier so einen Salat. Ja, das ist ein schwarzer Rettichsalat mit Zwiebel und gekeimten Pilzen. Die sind noch recht jung, aber und sonst nur noch ein bisschen Öl dran. Okay. Dann hier Chinakohl, Paprika, Äpfel. Ein Salat. Und hier, wer hat diese Herzchen gemacht? Das sind Gemüseherzchen aus Leinsamen, Sonnenblumenkernen, getrockneten Tomaten, Möhre, Zucchini. Genau, das sind hier Cracker von mir. Das sind Sauerkrautcracker. Dann ist noch eine Sorte Paprika, Lauch, Curry, Wildkräuter ist noch eine Sorte und rote Beete, Ingwer. Krautsalat mit Apfel, Zwiebel, Sonnenblumenkernen, Essig und Kreuzkümmel. Bist du noch hinzufügen? Ja, Krautsalat. Genau. Hier sind auch noch Cracker. Und ein Dip wahrscheinlich dazu. Das sind aber dicke Cracker, also Brot. Ja, das Brot. Jetzt Leinsamen, Leinsamen mit Mandeln und einmal mit Zucchini und Knoblauch und einmal mit Paprika und Frühlingszwiebeln. Und der Dip dazu, ist das von dir? Nee, die Soße ist von mir. Und zwar ist das eine Gurken-Minz-Soße, so quasi indisch Reiter inspiriert. Das klingt gut. Gurken-Minze klingt gut. Das ist ein Salat mit allen Resten, die ich im Kühlschrank hatte. Also, das war Pastinake, dann aus dem Garten Topinambur, Tomate, Gurke, Paprika, Brokkoli und alles Mögliche. Also, wie gesagt, alles, was ich angefunden habe. Viele, viele Reste. Aber alles noch knackig und frisch. Das scheint ein Radicchio-Salat zu sein. Ja, der ist von mir. Das ist Radicchio und eine süße Soße dazu aus Cashewkernen. Und ja, das. Und Vanille ist sehr lecker. Dann haben wir, das ist alles selbst erklären, Banane, Datteln, Äpfel, Orangen, mehr Äpfel und dann Butter. Oh, Vanille machen wir ja. Wir können natürlich auch was hier machen. Oder gehen wieder zurück. Das sieht nämlich total elegant aus mit der Kamera. Das ist Feldsalat, Tomaten, Zucchini, Beluga-Löffel, Salz, Rosmarin und Olivenöl. Ja, dann Spinat steht daneben. Spinat, Rucola und Feldsalat ist das. Okay. Dann haben wir auch noch mal Beluga-Linsensprossen und hier Frühlingszwiebeln. Frühlingszwiebeln, die nicht ausgewachsen wurden, die als Kinder geschlachtet wurden. Das ist sowas wie ein Torbärlauch, also Bärlauchgeschmack. Da ist das gute Öl. Apfel, sehr geil. Früher Orangensaft. Ein bisschen Zitrone. Alles gut. Das war Joachim. Genau, mit Honigmelone, dann Äpfel, Granatapfelkerne, Orangen. Bist du da schon gut? Nee, ich hab alles im Blick. Du redest und ich passe mich dir an. Wo sind die Orangen? Die habe ich hier gezeigt. Okay, dann machen wir mal hier weiter. Das ist mit Kokos. Das ist ein Schierpudding Tiramisu mit Mandeln, Datteln, Bananen, Erdbeeren, Granatapfel, Schiersahne, Reiskleid, Zimt, Kakao und Kokosraspeln. Okay, dann haben wir hier indischen Blumenkohlsalat. Mit Rezept. Auch mit Rezept. Genau, ja. Genau, sehr lecker übrigens. Hast du gemacht? Nö, ich kenne das Rezept. Okay. Ich kenne aber das Rezept. Okay. Das sind chinesische Datteln. Die habe ich auch schon mal probiert. Interessant. Okay. Das ist wirklich sehr interessant. Hier sind Kugeln, so Energiebällchen. Mhm. Wer hat die gemacht? Ja, nicht gemacht. Mandeln, Kakao und Datteln. Okay. Frische Datteln, dann Rohkost machen. Den hat der Tisch gemacht. Also der Boden ist gemacht mit Walnüssen und Datteln. Und oben drauf ist Cashewkerne, Himbeeren, Limettensaft und noch ein bisschen Kokosfett. Ich sage das immer für die Leute, die neu sind. Es gibt bei manchen Sachen, jetzt bei den Muffins, das sind jetzt 12 Stück, das sind offensichtlich mehr, dann einfach so ein Muffin in 4 Teile, dass jeder da ein bisschen was kosten kann. Ja, aber das könnt ihr dann selber machen. Nur mal so als Information. Genau, hier Sonnenblumenkerngrün, frisch gezogen. Dann haben wir hier Papaya. Dann, das sind so Energiebällchen, Kokos, Dattel, Vanille, Lokuma und die mit Kokosraspeln, das ist Kokos, Dattel, Ingwer und Rosinen. Okay. Genau, dann haben wir hier sowas mit Tomaten und Frühlingszwiebeln. Genau. Dann was Süßes nochmal. Das sind so Bounty-Kokostaler. Oh. Okay. Dann Papaya hatten wir schon, das sieht aus wie ein Strudel.
den Apfelstrudel. Also das Apfelleder ist mit Leinsamen Apfel und innen ist geriebener Apfel mit Cashewmus und Zitronen. Dann haben wir hier noch so kleine Ananas und Dorn. Steht alles drauf. Okay, Pekannüsse, Datteln, Agavendicksaft, Kaufrandine und Kokos. Ganz viel Liebe für alle. Ja. Kann ich bestätigen. Was ist das hier? Das sieht aus wie Fruchtleder. Das ist quasi Fanny, würde ich sagen. Von ja. Ja, ist auch. Also, das sind rohvegane Pancakes aus Vanille, Mandeln und Bananen. Pancakes. Und das ist Fruchtleder aus Chiasamen und Johannisbeeren aus dem Garten noch eingefrostet. Das ist Fruchtleder daneben aus Kirschen und Johannisbeeren. Das ist Pina Colada Fruchtleder aus Ananas, Kokos und das ist Schoko-Bananen-Fruchtleder mit Kakaopulver. Ja, wir sind jetzt hier beim Rohkost-Potluck und ich sitze hier mit der Yvonne. Und Yvonne hat erstmalig so im Rohkost-Potluck was eingeführt, was sehr dankbar angenommen wurde. Und zwar war das schon im letzten Sommer, im letzten Jahr. Und auch letztes Mal hast du ja wieder deine Liege mitgebracht. Ja, sie hat ihre Massageliege mitgebracht und hat halt Leute einfach massiert. Und das ist natürlich total dankbar angenommen, wird total dankbar angenommen. Weil heutzutage, das muss man einfach so sagen, Massage ist so eine Sache, also andere berühren und das ist so unnatürlich, dass man einfach jemanden berührt, dass man jemanden streichelt und so weiter, dass davon mittlerweile so hohe Preise genommen werden, also 120 Euro die Stunde für eine Ayurveda-Massage oder sowas, gesehen, dass das halt irgendwas das Elitäres und einfach mal kostenlos sozusagen, dass man jemanden in den Arm nimmt und das ist ja zur Seltenheit geworden. So wie ihr uns. Ja, genau. Und mit dem, wie du das sozusagen hier so eingeführt hast, mit der Massage, dass du mal einfach mal die Liege mitgebracht hast, und da fand ich einfach total klasse und deswegen sitzt die Yvonne jetzt hier und ja, unterhalten uns ein bisschen. Und da gleich erst die Frage, machst du das eigentlich jetzt beruflich oder was ist das mit dem Massieren? Ich meine, du hast ja so eine Massageliege, so eine mobile. Mhm. Ja? Also das ist wirklich sehr spannend. Das ist so ein Thema, was im letzten Jahr wirklich zu mir gekommen ist. Ich hatte ganz früher, habe ich immer mal so Leute, die so Kopfschmerzen hatten in der Arbeit oder so, mal eben kurz massiert, wirklich 10 Arbeit Minuten. Heißt aber jetzt, dass du was anderes arbeitest? Ja. Ah, okay. Also ich arbeite auf einem Biohof, der Guidohof. Mhm. Und Demeterhof ist echt ganz tolle Arbeit, also das macht sehr, sehr viel Freude, wenn man was hat, wo man gerne hingeht und wo man auch dazu stehen kann, was man halt tut. Das ist ein echter Luxus für mich, muss ich sagen. Und ja, da waren auch zum Beispiel dann Workshops für Massagen und ich habe eben, wie gesagt, so festgestellt, dass ich halt darüber unglaublich viel geschafft habe. Mhm. Ich habe halt dann einfach den Kopf massiert und dann waren die Kopfschmerzen bei den Leuten weg. Mhm. Und das mit so wenig Einsatz, das war einfach nur dieses, weiß auch nicht, halt einfach dieses Gefühl zu vermitteln, mal 5 Minuten zu entspannen, mal kurz zur Ruhe zu kommen, ne? In diesem Ganzen, was man heute alles so bewerkstelligt am Tag. Einfach den Kopf nicht eingeschaltet, sondern die Energie fließen lassen. Richtig. Ja. Und das war halt sehr wertvoll und das hatte ich dort erfahren und dann habe ich die Kurse gemacht. Ich habe sozusagen einen Rückenmassage-Workshop und eine Lumi-Lumi-Ausbildung von 3 Tagen. Und das mache ich jetzt nebenberuflich, dieses Jahr ganz offiziell. Ja, Lumi-Lumi-Massage hat es auch mal, weiß ich mal ganz klar, 145 Euro, 1 Stunde und 20 Minuten. Also ja. Und du machst es jetzt, versuchst das jetzt trotzdem irgendwie zu intensivieren, weil Massage-Liege hast du ja gekauft und du hast ja auch so einen Wärmestrahler gekauft, kostet alles Geld. Hast du da nicht irgendwie, machst du da nicht jetzt irgendwie jetzt Geld damit oder wie willst du das? Das ist einfach nur Hobby. Also mir geht es echt darum, genau das, was du halt sagst. Hm. Ich finde persönlich, die Menschen sind alle so unglaublich auf Distanz mittlerweile. Ja, man wohnt alles getrennt. Mhm. Selbst Paare, wenn du die so beobachtest, ne, dass die sich... Jeder hat so sein Leben, seinen Arbeitsplatz, man trifft sich. Ja, genau. Und dass da irgendwie noch so Berührungen herrschen. Oder weißt, die sitzen vielleicht abends vor dem Fernseher und nicht so Arm in Arm oder so. Mhm. Ne? Und dann ist das was, wo ich finde, wo wir wirklich sehr verarmen. Einfach in Berührung, in Nähe. Und ich möchte das schon. Klar soll sich das irgendwo refinanzieren ein Stück weit, aber das darf auch Zeit in Anspruch nehmen und mir geht es echt darum, den Menschen das wieder ein bisschen zu geben und halt das mit denen zu teilen. Und deswegen finde ich es hier total schön auf dem Potluck. Das macht mir einfach so viel Freude und das ist auch, weißt du, der schönste Lohn ist eigentlich dann nachher diese glücklichen Gesichter zu schauen. Das kriegst du nicht mit keinem Geld bezahlt. Ja. Und das ist der wahre Luxus eigentlich für mich und freue mich dann immer auf Spendengelder einfach. Also wo dann jemand sagt, ja doch, das war es mir jetzt wert und damit fühle ich mich einfach auch so gut. Also Energieausgleich technisch. Genau. Dass man sagt, man hat ja, ich kenne das ja auch und bei mir auf YouTube-Kanal ist das ja genau selber. Ich mache jeden Tag ein Video und tue halt Informationen, Inspirationen geben und die Menschen fühlen halt so viel Dankbarkeit und würden halt eben da auch gerne was geben und schlimm genug, dass Geld so bei uns in Deutschland so eine
besondere Bedeutung hat, dass man das nicht einfach so als Energieausgleich geben kann, dass man einfach sagt, hey, hier hast du 5 Euro oder so weiter, weil du hast jetzt mir irgendwie geholfen. Und, aber das, ich glaube, das ändert sich auch in Deutschland. Wie gesagt, bei mir, meine Patreons sind da 24 Leute, die jeden Monat auch freiwillig was geben, dann einmalige Spenden, kommt auch ganz häufig, dass die Leute einfach einmalig spenden oder mir ein Essenspaket schicken, was im Endeffekt dasselbe wie Geld ist. Ich, ne? Aber ja. Da fühlen sich die Menschen besser, wenn es eben nicht dieses böse Geld ist, sondern halt ein Apfel ist oder so. Und entsprechend ist eigentlich schade, aber deswegen macht man eine komplette Spendenbasis. Ja, quasi. Und das war eben auch so ein Aspekt. Ne? Ich habe das früher natürlich, ich kann auch selber sehr genießen, also ich empfange auch sehr gerne Massagen und habe das gleiche Thema. Ja? Ich habe mir immer gedacht, okay, ich muss da so lange mit dieses Geld irgendwie absparen, um mir dann mal so eine anderthalb Stunde zu gönnen. Das ist zu schade, das ist auch zu selten. Das müsste man sich viel häufiger selber gönnen und auch die Zeit nehmen. Und dafür würde ich es dann lieber ein bisschen... Ja, so, dass es sich jeder auch gut fühlt oder jeder dabei gut fühlt, wenn er dann das Geld dafür gibt. Mhm. Weil, also es ist auch einfach so, ne, es verdienen nicht alle richtig viel Geld. Das und kommt dann auch dazu, ne? Hat man auch mehrere Bedürfnisse und das kann ich total nachvollziehen. Also das darf jeder haben und dann sollte sich doch da das schön aufteilen. Und jeder kriegt ein bisschen was von dem Kuchen, das ist doch fair. Und auch mal dieser Spendenmaß und das Gute, wer viel Geld hat, kann halt eben mehr geben, weil weniger hat nichts. Und letztlich ist Geld genug da auf dieser Welt und dass jeder davon leben kann. Und wenn die Reichen dann etwas mehr geben als die Armen, dann ist das wunderbar. Mhm. Also von daher, cool. Und so Potluck-technisch, du bist jetzt ungefähr seit einem Jahr dabei. Ich denke schon. Ja, und was, wie so beschreiben die Atmosphäre für dich? Was, wie hast du das erste Mal, wo du aufs Potluck gekommen bist? Was hast du für ein Gefühl gehabt und wie ist es jetzt? Also für mich ist das mittlerweile wirklich so eine, wie eine Familie geworden. Ne? Oder so ein ganz fester Termin, den ich unbedingt wahrnehmen möchte. Also es ist das gleiche Thema eigentlich. Es geht auch wieder um Energieaustausch. Ja? Einfach nur mit allen... Wenn du die triffst, wenn du die in die Arme nimmst und wir teilen natürlich eine gleiche Leidenschaft, das ist immer was Schönes, wenn man Gleichgesinnte trifft und sich verstanden fühlt, angenommen fühlt. Das ist was, was ich halt auch total geschätzt habe vom Anfang an. Hier ist jeder willkommen, also wirklich jeder. Ne? Da gibt es halt gar keine Unterscheidung und auch Männlein und Weiblein. Weißt du, sonst ist das eigentlich immer gleich so Fleischbeschau, sage ich jetzt mal, wenn man irgendwo hinkommt, wird auch mal gleich mal so abgecheckt. Das passiert hier einfach nicht. Echt? Du darfst einfach sein. Ja, also. Du checkst wohl. Ja? Ich check mal ab. Ich fand das so schön. Das ist so total wertneutral. Und das ist auch was ganz Besonderes in unserer heutigen Gesellschaft. Das ist fast nichts mehr wertneutral. Das stimmt. Ja. Und damit ist das unglaublich schön. Das ist ein kleiner Urlaub für mich. Ja, für mich auch total. Das einzige Negative, ich mache jetzt so bei einer Wanderung, ist halt, dass wahrscheinlich ein Potluck verpasse. Ja. Also ich war wirklich der Einzige, der an jedem Potluck teilgenommen hat. Ich, der Einzige. So. Und das ist wirklich, das ist ganz gut, weil das immer so wieder was, woran man sich festhält und dann was Exklusives und so. Und da ganz gut, dass ich dann vielleicht auch mal ein Päuschen habe. Kannst du es mal aufbrechen. Ja. Ja. Ja, ich genieße es wirklich sehr. Und ich habe auch dieses Jahr jetzt mein Gesundheitsjahr ausgerufen, sozusagen. Mach auch auf einem eigenen Kanal. Meine Erfahrungen wirklich jetzt ganz... YouTube? Ja. Nein, geil! Wird unten verlinkt. Auf alle Fälle. Ja. Wirklich meine Erfahrungen der Ernährungsumstellung ganz, ganz konsequent vegan. Auf alle Fälle. Und vorrangig hochköstlich. Gibt so ein paar Faktoren, wie zum Beispiel meine Tochter, die ist noch sehr klein, die will ich da nicht unbedingt immer dazu zwingen und habe auch keine Lust irgendwie für viele Leute verschieden zu kochen. Deswegen esse ich dann auch manchmal was Warmes mit am Abend. Aber das ist eigentlich so mein Grundsatz und glutenfrei und das ist total geil und ja, sehr spannend auch. Man merkt so Veränderungen im Körper, da kommen plötzlich so Wehwehchen hoch oder Blähbauch wie verrückt, da werde ich auch mal was dazu erzählen. Also spannend. Und beim Rohkostpotluck, was mir noch einfällt, was wir ja gar nicht unter den Tisch fallen lassen dürfen, du hast ja beim Rohkostpotluck deinen aktuellen Freund, sozusagen Lebenspartner kennengelernt. Ja. Das heißt auch, beim Rohkostpotluck entstehen sozusagen neue, und das ist eigentlich auch nur eine Frage der Zeit gewesen, bis sowas entsteht, weil halt die Menschen sind zu offen und ja, und da... Und wie gesagt, du hast halt die gleichen Interessen. Das ist ja auch was total Wertvolles. Ja? Du kannst dich über die gleichen Themen austauschen, fühlst dich eben auch da verstanden und das ist sehr, sehr schön. Und es macht einfach Spaß, zusammen in der Küche zu stehen, die Dinge zuzubereiten und sich über Gesundheit auszutauschen und Stressfaktoren zu minimieren. Also sehr schön. Ja, also es darf dann doch passieren. Auch wenn man sich erstmal wertneutral begegnet, kann es wachsen. Okay. Na dann. Okay. Ja, dann das mal so als Eindruck vom Rohkost-Potluck und wie gesagt, wenn ihr mit auch mal mit dabei sein wollt, kommt einfach vorbei. Wie gesagt,
was Ivan gesagt hat, hier wird jeder Wertmetall aufgenommen und kann sich entfalten und kann, egal wie er denkt, egal politische Ideologien oder Ernährungssachen oder sonst was. Klar, wir essen jetzt hier, wir treffen uns und essen Rohkost, aber wenn er insgeheim halt sein Steak ist, dann soll das eben so sein, darum geht es nicht. Ihr wird offen aufgenommen. Ja. Alles klar. Na dann, vielleicht beim nächsten Mal Abschied machen. Ja. Gut. Tschüss ihr Lieben, tschüss. War sehr schön. Tschüss. Und es gibt jetzt ein kleines Rohkost-Potluck-Heftchen-Ausgabe, wie auch immer, wie nennst du das? Ja, Zeitschrift, ja, ich jetzt erstmal. So eine kleine Mini-Zeitschrift zum Rohkost-Potluck. Sascha hat einfach mal die Idee geäußert, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres. Mhm. Und da haben wir gesagt, ja Sascha, wenn du das machst und wenn du das machen möchtest, dann ist das wirklich eine tolle Sache. Dann erzähl mal was du jetzt hier gemacht hast. Ja, also die Idee ist halt ein Sprung, dass wir uns vielleicht auch was Schriftliches einfach über die Rohkost-Treffen einfach haben wollen. Und da haben der Christian und ich ein bisschen gebrainstormt, was vielleicht ein paar schöne Sachen sind, die da drinstehen könnten. Und da sind eben jetzt so ein paar Sachen bei rumgekommen. Also einmal eine Dokumentation des Tages. Das ist jetzt von der Ausgabe im Februar, also vom letztmaligen Rohkost-Potluck. Und da habe ich kurz beschrieben, was genau passiert ist, worum es nochmal geht, so zum Einstieg. Dann habe ich während des Treffens so ein paar Statements zu dem Thema des Tages, also jede Zeitschrift hat so ein Thema und das war bei der ersten, warum hast du dich für eine rohkostreiche Ernährung entschieden? Dann habe ich da eben verschiedene Statements gesammelt von den vielen verschiedenen Leuten. Dann mit Christian ein Interview geführt, das ja hier ausführlich nochmal steht. Mhm. Und dann das Rezept des Tages, was das letzte Mal von der Min war. Die war ja geil. Ja, mega. Genau, und ich habe so ein bisschen den schriftlichen Input geliefert. Die Min hat das super schöne Design gemacht. Mhm. Also richtig schön. Und das ist jetzt für dich einfach so ein kleines Hobby, so ein kleines Projekt, weil was machst du jetzt so normal im Alltag? Bist du jetzt gerade studierst du oder was machst du jetzt gerade? Was hat das damit zu tun und warum hast du das Bedürfnis gehabt, so einfach so ein Heftchen zu machen? Also die Idee kam halt einfach so gut. Ich mache viele verschiedene Sachen. Ja. Also ich studiere nebenher noch, ich veranstalte ein paar Events und ich bin auch Autor, also ich schreibe Bücher. Mhm. Und ja, okay, da liegt das ja dann nahe, dass du sagst, das Rohkost-Potluck, du bist da seit wann bist du dabei beim Rohkost-Potluck? Das erste Mal war ich letztes Jahr im April, also es jährt sich. Mhm. Dann war ich viele Monate leider nicht da und bin dann im Dezember das erste Mal wieder da gewesen. Jetzt Januar, Februar, heute. Und das ist halt diese Erfahrung, die du machst und sagst, okay, wenn ich eben wieder am Rumschreiben und Rummachen bin, dass du halt solche Heftchen machst. Und genau. Ja. Also es sorgt, denke ich mal, dafür, dass viele auch Interesse haben. Gerade wer jetzt hier ein Statement abgegeben hat, der ist dann auch interessiert zu lesen, okay, was wurde jetzt geschrieben? Was habt ihr auch so geschrieben und so? Genau. Das ist eine kleine Erinnerung vielleicht für den einen oder anderen. Es gibt ja welche, die kommen ja hier von Deutschland weit her, die dann einmal da sind und sich dann, also den Heftchen als Erinnerung dann... Genau, da. So sieht's aus. Ja. Achso, und wie planst du das? Kannst du das dann zuschicken lassen oder was? Oder, man kostet ja dann auch Porto, also... Dann müssen wir noch eine Lösung finden. Ja. Vielleicht auf Spendenbasis, dass man sich online dann runterladen und selber ausdrucken kann. Ja. Und jetzt vom Ort halt auch, wer eine kleine Spende geben möchte. Spendenbasis, cool, ja. Genau. Ja, das Thema hatten wir gerade mit ihren, kurioserweise, mit ihren Massagen, das halt auch so rumgeht und so dann die Leute massiert und auf Spendenbasis arbeitet. So dieses freiwillige Konzept, das ist meiner Meinung nach, weil jeder hat ja auch ein anderes Budget und jeder hat ein anderes Gefühl für Leistungen und so wird es einfach viel mehr Rechnung getragen. Und, ja, cool. Also wir werden euch das dann wahrscheinlich dann verlinken. Also ist ja alles schon online, oder ist das jetzt irgendwie online? Also kannst noch gar nicht. Nee. Ist noch gar nicht. Also ist okay. Noch gar nicht. Das sind jetzt... Es ist auch ein Gemeinschaftsprojekt, also das ist nichts, was jetzt in Stein gemeißelt ist, dass es genau so sein muss, sondern genau. Heute lebt es von dem Feedback, was die Leute dazu geben. Da werden dann sicherlich einige Verbesserungen kommen dann für die nächste Zeitschrift und dann sehen wir einfach, wie sich es weiterentwickelt. Okay, aber auf jeden Fall eine ziemlich interessante Idee und ich finde es klasse, dass jemand, wenn man Ideen hat, oftmals sagt man, ja, es müsste mal sowas geben oder das müsste so. Und du hast dann einfach so die Idee gehabt, ja, mal so ein kleines Rohkost-Potluck, also eine kleine Erinnerung mit einem Rezept oder mit ein paar Statements und einfach so eine kleine Zeitschrift zu machen. Und ja, und hat es einfach umgesetzt. Und das ist einfach klasse und trifft auch absolut meinen Zeitgeist, dass man dann sagt, okay, ich mache einfach die Dinge. Ja? Und so generell vom Rohkost-Potluck, was würdest du so sagen, wo du das erste Mal beim Rohkost-Potluck, mit welcher Intention bist du hier zum Rohkost-Potluck gekommen und wie hast du dich gefühlt? Und ja, erzähl mal so, das würde mich mal interessieren. Wenn du dich mal erinnern kannst, ist das schon ein Jahr her. Ja, schon ein Jahr her. Aber die Intention war erstmal, gleichgesinnte Leute zu finden, also die sich eben für eine bewusste Ernährung entschieden haben und sich in dem Themenbereich eben auch auskennen.
ist ja in der Gesellschaft leider noch, sagen wir mal, dass sich mehr Leute in die Richtung interessieren könnten. Und deswegen war ich dann über die Treffen sehr froh. Und ja, das erste Mal schon, also wie man empfangen wird. Also es ist, war für mich wie bei der Familie ankommen. Ja. Also die Gespräche, die sind wirklich auf einer sehr wertschätzenden, respektvollen Art, aber eben auch sehr niveauvoll. Und deswegen, ich komme sehr, sehr gern hierher. Und jetzt auch den Sommer immer wieder und freue mich schon nicht auf den Sommer. Du kommst halt direkt von Amsterdam, habe ich gehört. Direkt von Amsterdam, ja. Also die dürfen heute die längste Anreise gewesen sein. Also Stuttgart ist natürlich auch noch ein Stück weg, aber ich glaube Amsterdam toppt das noch ein bisschen. Ja, also ich hatte jetzt Urlaub, war kurz in Paris, Amsterdam, hab mir mal ein bisschen Auszeit nach den Prüfungen gegönnt. Und jetzt im März wird es dann wieder Vollgas geben. Aber ja, war schön. Schön. Wollte auch wirklich extra hierher kommen, wirklich heute, weil es wirklich super ist. Und auch mit Silke heute wieder. Okay, und machst du heute Abend einen Tanz mit oder sagst du da nee? Ich denke schon. Ja? Ich war das letzte Mal auch mit. Also ach, stimmt, klar, logisch. Du warst das letzte Mal auch mit. Ich kann es vergessen. Das waren so viele beim letzten Mal. Das war echt top, ja. Ja, es war klasse. Weil schon vom Tanz nicht, aber der Freitanz ist halt einfach noch eine ganz andere Qualität irgendwo. Ja. Ne? Cool. Doch, hat mir auch sehr gut gefallen. Also. Ja. Heute ist das Fünf-Phasen-Tanzmodell. Da wird erst eine halbe Stunde männlich getanzt, dann weiblich getanzt, dann wird Chaos getanzt, dann wird kindlich getanzt und dann wird der Flow getanzt. Und dann ist wieder offen. Also ist halt ein bisschen mit Programm. Also. Ja, sehr geil. Bin ich gespannt. Ja, cool. Na dann, dann werden wir uns wieder ins Getümmel stützen und verabschieden uns. Und ja, und du hast auch einen YouTube-Kanal, hast du gehört? Ja. Ja, na, dann also, verlinke ich den mal unten, also wenn ihr beim Sascha vorbeischauen wollt. Was geht's da? Also der YouTube-Kanal ist noch ein bisschen am Aufbau, da bin ich noch am Experimentieren. Ah, da, ich finde es besonders interessant, da bei solchen Kanälen reinzugucken, wenn man am Anfang noch gar nicht so richtig weiß, was da eigentlich so entsteht, wo einfach jemand sich ausprobiert in diesem Medium YouTube. Und also das ist interessant, weil das am authentischsten noch am Anfang ist. Also, genau, finde ich auch. Und ich bin mehr auf Instagram. Also Instagram ist eigentlich so meine Plattform, die ich schicke mir für mich. Beide Links, dann tue ich die unten verlinken. Und dann, wenn ihr Interesse an Sascha habt und was er da so leistet, und vielleicht auch mit dem Rohkostpotluck, vielleicht kannst du das noch gleich übernehmen mit dem, wo es verlinkt, dann schaut bei ihm vorbei. Und ja, wir schützen uns jetzt auch wieder ins Getümmel und machen die Reste. Danke dir. Okay, tschüss. Tschüss. Das war jetzt zum dritten Mal. Das neben mir ist der Dennis. Der Dennis ist jetzt das zweite Mal dabei. Und ja, der Dennis war so begeistert vom Rohkostpotluck, dass er jetzt selber in seiner Heimatstadt oder in der Region Euskirchen, das liegt bei Köln, ne? Ganz genau. Da wird auch ein Rohkostpotluck veranstaltet. Und da bin ich übrigens auch mit dabei. Das ist, wenn ihr das Video seht, das nächste Wochenende. Also am Montag oder Dienstag veröffentliche ich dieses Rohkostpotluck-Video. Und am Samstag, ist es Samstag? Mhm. Läuft beim Dennis das Rohkostpotluck in Euskirchen. Und ja, weiß ich nicht, so eine semi-offene Veranstaltung, wo man vielleicht erstmal anfragt, ob da noch Plätze sind, weil es bei dir zu Hause ist. Ja. Genau. Und also das ist generell offen und frei und intuitiv und wer kommen mag, kann gerne mal irgendwie Kontakt mit mir aufnehmen. Genau, also einfach Dennis per Facebook anschreiben. Ich verlinke euch, Dennis hat auch einen YouTube-Kanal. Sowohl Facebook als auch YouTube von Dennis werdet ihr unten in der Infobox finden. Und ja, und das ist einfach so eine Sache, was ich mir immer gewünscht habe, dass unser Rohkost-Potluck so überall in der, und da auch liebe Grüße an die, der Name ich vergessen habe, die Risi. Chrissy. Was, Chrissy? Chrissy, ja, ja. Chrissy, die kommt auch, ja, aus Trier. Nee, oder? Da auch liebe Grüße, ja, weil ich meine, ich habe den Namen vergessen, sie in Hannover hat sie auch einen Rohkost-Potluck initiiert und da hat sie jetzt auch angefangen. Da waren jetzt vier Leute, glaube ich, beim ersten Mal da und das steigert sich jetzt auch. Und das heißt, dass überall in Deutschland diese Treffen, dass sich Leute mit diese Vernetzung, dass das vorangeht. Und deswegen, ich finde, das haben wir von Anfang an mit Silke auch darüber immer geredet, dass wir hier quasi einen Ansatzpunkt haben, wo halt wirklich viele durch YouTube bei Rohkost, da durch Silke-Kanal, durch meinen Kanal, dass das sehr viele, sag mal, viele die Rohköstler malern noch mit War Future Rohkost-Kanal. Ansonsten deutsche Rohköstler, Rohvegan im Limit jetzt, der Patrick noch. Aber so viele große rohköstliche Kanäle gibt es gar nicht, die das so ein bisschen im Fokus haben. Und wenn da gleich ein paar so ein Event machen, Leipzig noch relativ zentral, da haben wir schon gedacht, dass da so das so zum Epizentrum wird quasi. Und daraus entsteht halt viele andere, das sind solche Punkte, die mal aufpoppen und die werden immer größer und irgendwann vernetzt sich alles. Ja, und ja.
die Rohkosternährung ist in der deutschen Mitte angekommen. Ja. Das wäre halt geil. Und deswegen freue ich mich da besonders. Aber ansonsten mal so zum Rohkost-Potluck an sich. Mich interessiert immer, wenn jemand das erste Mal zum Rohkost-Potluck kommt. Mhm. Was hast du gedacht? Wo gehst du hin? Und was hat dich erwartet? Und so ein bisschen rekapitulieren, wo du das erste Mal, das letzte Mal da gewesen bist. Kannst du mal so ein bisschen Einblick in deine Gefühlswelt und deine Erfahrung geben? Ich war mir irgendwie schon ziemlich sicher, dass das hier der richtige Ort ist, wo ich einfach hin muss. Ich kenne diverse andere Potlucks, vor allem nur rein vegane Potlucks, und mir war auch irgendwie klar, dass das wahrscheinlich was anderes hier sein wird. Wenn man jetzt auf einem normalen veganen Potluck ist, so vor allem bei mir so in der Nähe, Euskirchen, Köln, Düsseldorf, dann geht es halt meistens, also meistens sind dann eigentlich nur, ja, zwar vegane Sachen, aber ungesunde Sachen da. Das heißt so Donaubälle und Kuchen und Pfannkuchen und alles trotzdem mit Zucker und keine Ahnung was. Und auf dem Potluck selbst unterhaltet man sich dann trotzdem auch meist über irgendwelche Fertigprodukte oder so Sachen, die man halt irgendwo vegan kaufen kann. Und ich habe hier erwartet, dass man sich einfach inspiriert mit der Rohkost, dass man so wirklich herzhafte, gesunde, leckere Arten von Nahrungsmitteln sieht von anderen, sich dadurch inspirieren lassen kann und dass der Austausch auch etwas anderes sein wird, weil ich finde, so ist dann auch, das hat sich auch bestätigt. Es waren super leckere Sachen hier. Natürlich auch ein paar süße Sachen, aber überwiegend wirklich. Ja, zum Glück. Ja, du bist ja so ein Süßer. Ne? Absolut. Also, aber auch überwiegend herzhafte Dinge, die man wirklich gerne mal nachmacht zu Hause, die man sich merkt, wo man sich Rezepte austauscht. Aber überwiegend geht es halt, so muss ich das, also so empfinde ich das, hier auf diesem Potluck und auch den Potluck, den ich jetzt bei mir veranstalte und was halt jetzt gerade so allgemein irgendwo im Umlauf ist, diese ganze Vernetzung. Das ist sowas in einer Art wie ein neuer Bewusstseinszustand. Es ist einfach nur, da geht's, also bei Rohkost, da geht es nicht mehr nur um die Ernährung, sondern es geht viel um Heilung, um Bewusstsein, um Veränderung, um Wandel. Und das habe ich erwartet und es hat sich voll und ganz bestätigt. Also ich fahre hier 8 Stunden im Auto hin und zurück natürlich auch nochmal, sind 16 Stunden. Und ich bin jetzt direkt das nächste Mal nochmal hierher gekommen. Das mache ich natürlich nicht aus Quatsch, sondern das hat mir schon sehr gut gefallen hier, weil hier sind wirklich absolut die Leute, die ich in meinem Leben haben möchte. Die ich, hier sieht man Veränderungen, hier sieht man Inspiration, es ist einfach nur wunderschön. Und genau das hat mich auch angetrieben, bei mir einen Potluck zu veranstalten. Denn ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, nicht nur die Schönheit irgendwo anders zu betrachten und sich darüber zu freuen, sondern es auch selbst die Initiative zu ergreifen und zu sagen, ey, weißt du was, ich versuch's einfach mal bei mir auch. Und ich hab's versucht und muss sogar sagen, es ist das erste Mal, dass ich so eine Veranstaltung bei mir mache. Und überraschenderweise hat sich das so entwickelt, dass jetzt sogar Christian von Raw Spirit zu mir kommt, mit einer ganzen Horde von Leuten. Dann kommt sogar noch der Alex Green, den ihr vielleicht auch kennt. Der kommt auch noch, der kommt bei mir aus der Nähe sowieso, der kommt mit seiner Familie. Und eine ganze Menge anderer Leute, wo ich ja vorher niemals mit gerechnet hätte. Also normalerweise so von den Leuten, die ich kenne, wenn die mal so einen Potluck veranstalten, ja, dann sind die ersten 2, 3, 4, 5 Treffen halt so mit so 5 bis 10 Leuten maximal. Und bei mir wird es, glaube ich, schon ein bisschen mehr. Also 15 mit Sicherheit. Ja, also 16 haben, glaube ich, zugesagt auf Facebook. Und ich glaube, es werden 25 oder noch mehr. Ja. Ich lasse mich da auch einfach drauf ein. Ich habe da auch einen riesen Text geschrieben. Denn ich weiß einfach, dass das alles bewusste und liebevolle Menschen sind. Und daher mache ich auch gar keine Regeln oder sonst irgendwas. Da wird sich schon jeder normal verhalten und da vertraue ich auch drauf und freue mich einfach absolut auf diesen Tag. Ja. Ich muss sagen, ich habe auch natürlich, weil ich habe ja jeden Monat hier dieses Potluck und müsste jetzt nicht woanders hin, aber naja, da halt die Chiara dann gefragt hat, wie sieht's aus, sie fährt halt ein Auto hin und ich beteiligen wir natürlich an Tankkosten und dann haben noch Gina gefragt, ob die auch mit möchte und ja, und dich hätte man, können wir ja auf dem Rückweg quasi mitnehmen und dann kannst du dann eine Fahrt und es hat sich alles so gut angegangen. Hat sich gut gefügt. Ja, es hat sich alles so gefügt und verbringen wir jetzt auch quasi eine Woche miteinander, weil wir direkt nach dem Rohkost-Potluck, er schläft jetzt noch bei mir am Sonntag und dann werden wir gemeinsam Montag starten und bis zum Samstag dann halt eine schöne Zeit miteinander haben. Auf jeden Fall. Ja, und dann war es auch für mich jetzt da. Werde ihm mal ein bisschen Natur bei mir zeigen. Mein Kanal heißt ja Dennis im Wald und ich bin halt auf dem Wald. Ich komme aus der Eifel, so der Gegend. Und ja,
Wirst du mal sehen. Ich bin mal gespannt, wie das mit YouTube die Woche wird bei mir. Ich habe ja nur das Handy mit und mal gucken. Also, WLAN hast du. Ja, WLAN habe ich noch einen Monat oder so. Ich weiß nicht, inwieweit am Donnerstag mit dem Live-Talk, ob ich das mache. Kann ich jetzt noch nicht sagen, wäre spontan entscheiden. Also, vielleicht wäre es theoretisch möglich. Computer hast du ja auch wahrscheinlich. Habe ich. Ist bestimmt lustig, aber müssen wir einfach mal. Ja, gucken wir einfach mal. Gut, dann werden wir weiter uns ins Getümmel stürzen. Essen, ganz Herzen, genau. Lieben, alles Mögliche. Und ja, dann verabschieden wir uns. Mach's gut. Also, ciao. Und du bist jetzt der Klobert? Du musst ganz dringend auf Klo. Achso, die warte ich lange. Sitzschlange. Küchencrew. Es ist wieder Zeit für ein gemeinsames Resümee, nachdem du mich das letzte Mal im Stich gelassen hast. Das glaube ich auch ganz gut ohne. Ja, das ist klar. Wir das verzichtbar, austauschbar. Ich ja auch, wenn ich das nächste oder übernächste Mal nicht mehr dabei bin. Also Deutschland. Du einmal nicht dabei, oder? Wahrscheinlich einmal. Aber keine Ahnung, wie sich es entwickelt. Vielleicht werde ich zum Weltwanderer, gebe dann meine Wohnung auf und gehe nach Südamerika. Keine Ahnung, kann alles möglich sein. Leben. Ja, so ist es. Auf jeden Fall bist du jetzt wieder dabei und wir können wieder gemeinsam resümieren. Ja, du bist ja das erste Mal jetzt hier in dem Raum. Wie fandest du das? Schön groß. Mhm. Also im Honolulu habe ich manchmal Beklemmung bekommen. Das war doch recht eng und laut. Also sehr angenehmer Raum, auch für Kinder. Mhm. Und also könnte man den auch für den nächsten Winter? Für den nächsten Winter ins Auge fassen, ja. Aber der nächste Potluck, den würde ich dann schon draußen machen. Also der April-Potluck ist dann wieder draußen. Genau. Und dann gehen wir auch wieder Wildkräuter sammeln. Der Bärlauch wächst auch schon. Also das wird auf alle Fälle toll. Das wird richtig geil. Da freuen sich so viele darauf, endlich aus diesem stickigen Muff rauszukommen, eher wieder in die Natur. Und dort schien auch so schön die Sonne. Also, hätten wir die Miete nicht bezahlt, wären wir auch gerne rausgekommen und die Hälfte war eben auch ständig draußen. Die Hälfte war sowieso draußen und saß in der Sonne. Das heißt, für uns dann das Zeichen, dass am nächsten Mal wir wirklich in der Agra wahrscheinlich wieder. Ja, wieder an der Agra, genau. Auf diesem Kinderspielplatz. Genau, und dort einfach wieder das neue Rohkostpotluck jetzt, wieder neu. Ja, ist ja eigentlich schon, wir haben ja immer, aber das die Outdoor-Saison. Wir starten ins dritte Jahr, Christian, vor 2 Jahren. Genau. Das so initiiert. Es gibt die schöne Rohkostpotluck-Zeitung. Ja, das hat man auch schon hier in meinem Video. Also in meinem Video hat man es schon gesehen, Nein, bestimmt auch. Ja, auch, genau. Also ist eine nette Idee. Schon gesehen. Ja, echt genial. Nette Idee und auf jeden Fall. Ja, und von den Leuten heute wieder sehr, sehr interessante Menschen wieder dabei gewesen, die auch erstmalig dabei gewesen sind. Und wo ich mich besonders freue, den Dennis, der jetzt auch nächste Woche selber einen Potluck initiiert in Köln. Ihr habt den ja vielleicht im Interview jetzt schon gesehen, zumindest auf meinem Kanal seid. Silke, hast du ihn mit Dennis heute ein Interview gemacht? Ich mache noch ein Interview. Ach, du machst noch. Dann seht ihr das ja vielleicht auch dann bei Silke. Und der macht einen Potluck und da sind jetzt schon so 16, 17 Leute angemeldet. Und es werden wahrscheinlich noch, also wird auch so 20, 30 Leute. Und das ist halt total genial, wie halt in Deutschland so überall die Rohkostpotlucks aufpoppen. Und ja, und alle ziehen natürlich Kreise und ziehen die Leute an. Dann irgendwann verbinden sich die ganzen Kreise. Und dann und du bist auch dabei beim Ich gehe eine ganze Woche jetzt hin. Woche. Am Montag fahre ich mit Gina und mit Clara zusammen zu Dennis in den Wald. Ja, und bleiben dann eine Woche bei ihm. Er hat so ein Wohnmobil, wo wir dann alle drin so ein bisschen rumfahren durch den Wald und so. Und da wir haben uns einfach gut gehen lassen. Und dann das Potluck und dann fahre ich halt wieder zurück. Und dann, klingt gut. Auf jeden Fall. Ich habe heute nichts gegessen. Du hast nichts gegessen? Nein. Du fasst es. Ich habe zumindest nichts vom Potluck gegessen. Okay. Pinsel, weil ich wollte es wieder mal schlicht halten. Okay. Weil ich bemerke dann immer, weil ich esse ja doch recht schlicht und einfach nur einmal am Tag, dass dieses zu früh essen, also schon 11:30 esse ich normalerweise nicht, oder 12. Und dann viel durcheinander essen bekommt mir nicht so gut, wenn man das nicht so gewöhnt ist. Mhm. Aber ich freue mich über die tollen Speisen, dass das die anderen genießen können. War wieder einiges. War wieder, also die sah wieder wunderbar aus. Es gab heute rohköstliche Bounties. Also, Ming, ne? Von Ming. Die waren geil. Und vom Wegele solche herzhaften Buletten oder was das war. Die waren auch sehr gut. Also die beiden waren heute meine Favoriten. Und also kulinarisch, gerade für die Leute, die jetzt mit der Rohkost, kannst du einsteigen oder sowas, also du hast da echt jedes Mal wirklich
was, wo du sagst, boah, Rohkost, geil. Genau. Aber was ich mal sagen muss, ja. Christian, das wollte ich jetzt unbedingt mal ansprechen. Ich kann mich noch erinnern, als ich vor 2 Jahren diesen Potluck initiiert habe, hatte ich ja so ein Aufrufvideo gemacht, wo du dich da auch gemeldet hast, weißt du noch? Kannst du dich vielleicht erinnern, du bist, bist aus Leipzig, da bin ich dabei. Ah ja, genau, genau. Und dann bin ich auf deinen Kanal, dachte ich, also das war einer. Da warst du noch nicht ganz so transformiert und bewusst wie heute. Okay, ja, das ist ja du logisch. Du hast ja eine unglaubliche Transformation. Ja. Nur mal das so am Rande, aber eigentlich wollte ich... Achso, ich dachte, du kommst Kritik, aber was Böses. Nein, ich wollte nur sagen, ich hatte ja damals dieses Video gemacht, praktisch so einen Potluck aufgerufen. Und dann habe ich noch gesagt, jeder kann sollte Rohkost mitbringen, also Obst, Gemüse, Sprossen, Nüsse, Saaten. Wer will, kann auch einen Salat und einen Kuchen machen. Und mittlerweile ist es ja so intendiert, dass alle irgendwas zubereiten, aber es ist wirklich Gourmet-Rohkost. Und die richtige Rohkost, wie Obst und Gemüse, ist immer so ein bisschen, wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Aber am Ende geht es auch weg. Am Ende geht es weg. Und dann hatte ich mir so überlegt, gerade weil ich auch immer mehr so dahin tendiere, wirklich nur einfach zu essen, ohne zu essen, dass wir irgendwie so 2 Buffets aufbauen. Ich will ja auch jetzt nicht die Gourmet-Rohkost komplett wieder eliminieren, das nicht, sondern dass wir was aufbauen, so diese, auch gerade für die Anfänger und Neuankömmlinge, die wirklich mal so richtige zubereitete Rohkost essen wollen und dann, dass man aber auch so eine Art Früchtebuffet aufbaut. Oder wie wäre es das, wenn wir ein Rohkost-Potluck unter dem speziellen Motto machen, heute gibt es nur pure Rohkost und gar keine. Allerdings einfach mal so just for fun. Im Sommer geht es, mit Juni, Juli, genau, August. Einfach nur bitte bringt frisches Obst, frisches Gemüse, aber wirklich auf Qualität achten. Mhm. Ne? Also nicht irgendwie mal bei Aldi noch ein Netz Orangen kaufen, sondern wirklich vollreife Orangen oder schon gelabelte Bananen, die dann noch reif sind. Und reife Bananen. Reife Bananen, genau, wenn dann hier Bananen liegen und die sind nicht reif, dann, genau. Das wäre doch mal eine Idee. Und dann könnten wir auch, kann jeder auch Teller mitbringen und dann können wir Spieße machen, Obstspieße. Genau. Man kann das schön aufschneiden. Ja, da geht es schon, in den Spielen geht es schon wieder los. Ja, nee, das muss man nicht unbedingt machen, aber dass man eben dann die Orangen schält oder die Melone in Scheiben schon mal schneidet und das so hinlegt, dass sich jeder das einfach so wegnehmen kann. Genau, so, also ja, einfach wirklich, oder eben auch verschiedene Arten von Sprossen. Sprossen, Nüsse, Saaten geht auch. Genau, einfach so, dass die Leute auch dann mal kombinieren können, so gewisse, also Food Combining ist ja bei vielen so ein Problem, aber ich mag das halt total, verschiedene Sachen zu kombinieren und das ergänzt sich so, das ist dann so voll im Mund. Gerade jetzt Nüsse und zum Beispiel Walnüsse und Bananen, das sind so eine Kombination, das liebe ich einfach. Oder Ananas und Kakaobohnen, das ist so für mich auch so wunderbare Kombination. Wenn man dann so alles einzeln dann da hat, so wirklich die einzelnen Sachen dann auch mal so ein bisschen zu kombinieren und einfach mal zu sagen, hey, wir machen mal einen Potluck. Wo es halt kalt. Vor allem, es ist ja auch für die Potluck-Teilnehmer so einfach. Du guckst einfach, dass du ein bisschen gut qualitatives Obst oder Gemüse herbekommst. Du musst nichts zubereiten, du musst nichts stören, nichts mixen, nicht Kopf machen. Und ich denke ja, dass auch manchmal Leute gerne kommen würden, aber die keine Ahnung haben, was sie zubereiten sollen. Wobei wir sagen, dass ihr natürlich einfach nur Obst und Gemüse mitbringen könnt, aber die meisten sind es dann irgendwie, wollen es dann nicht. Und also fühlt sich irgendwie blöd an, obwohl das eigentlich schade ist, weil das eigentlich die Basis der Rohkost ist. Ne? Das ist ja selbst der Dörrprozess, der das Wasser rausholt aus den Früchten oder aus dem Gemüse, der Körper muss das Wasser dem, was gedörrt ist, ja wieder zufügen und damit geht es dem Körper wieder verloren. Und deswegen im engeren Sinne ist dann halt eben dieses gedörrte Gemüse und Obst halt auch nicht im ganz engeren Sinne der Rohkost, obwohl das Rohkost Qualität hat. Ja? Also muss man schauen, was dahinter steht, was die Basis ist. Von daher, also ich würde schon sagen, eigentlich sind die Organisatoren, wir können da machen, was wir wollen. Dann können wir da wirklich einfach mal so einen Rohkost-Vortrag machen und sagen, heute diesmal nur Dings. Am besten wirklich Sommer, Hochzeit von Obst und also Obst vor allem. Oder auch Salate kann man ja mitnehmen, man kann ja auch so Wraps machen, wo man dann einfach selber was reinfüllt. Da bist du aber schon wieder. Nee, aber das kann man doch so, das ist wie eine Kombination. Du nimmst einfach ein Salatblatt und. Achso, Salatwraps jetzt hast du dann. So Salat. Du nimmst dir eine Banane rein, wickelst um, du nimmst Möhre, irgendwas so. So kombiniert. Also es geht halt bloß darum, dass man das selber macht und dass das nicht vorbereitet und dass die Grundsachen da sind und dass man dann vielleicht auch austauschen kann. Da kommst du und sagst, hey, du kannst das Salatblatt nehmen als Wrap und machst du das und das. Ja. Solche Sachen. Und dann mit Wildkräuter, so wie es ja von mir auch geplant wurde, dass wir Wildkräuter sammeln und dann zusammen das mit dem Obst und Gemüse essen. So. Finde ich richtig klasse, finde ich richtig gut und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir da immer auch schauen und uns auch selber kritisch hinterfragen bei dem Potluck, dass das halt wirklich, dass das noch, mittlerweile kann man auch schon sagen, die Ernährung ist so ein bisschen nicht mehr im Vordergrund, so. Und dass der soziale Aspekt einen großen Anteil hat von vielen Menschen, die herkommen, was auch gut ist. Aber es bedeutet ja nicht, dass man diesen Ernährungsaspekt auch nicht hin und wieder mal, gerade durch solche Aktionen, ein bisschen wieder nach vorne bringen können. Ja. Genau, ich hatte heute auch mit einigen Potluck-Teilnehmerinnen gesprochen, die das so ähnlich gesehen haben. Mir geistert das ja schon länger am Kopf rum, weil ich auch schon im letzten Sommer, ich habe so einen ganz heißer Tag und dann habe ich wirklich erst um 2 angefangen, Melone zu essen. Mir ging das fantastisch. Und mir geht es immer, je einfacher ich esse. Und für viele wird das auch ein Erlebnis sein.
diese einzelnen Sachen zu essen und dann das Gefühl zu sehen, wie man sich fühlt, weil die vielleicht von da aus gar nicht kennen, dass du die einzelnen Sachen isst. Was mache ich jetzt? Mache ich einen Salat? Mache ich das? Und nicht, ich habe hier frische Früchte, ich esse einfach diese Früchte oder ich esse, beiße einfach in diese reife, wohlschmeckende Tomate. Weißt du? Das kann ja was ganz Befriedigendes sein, aber das hat man gar nicht mehr auf dem Schirm. Die müssen wir anmachen mit Dressing und Zeug und so weiter. Und dann, cool, machen. Ich hätte eigentlich schon Bock, das dann beim nächsten Mal zu machen, aber wir warten auf den Sommer. Lieber im Sommer, ja. Dass es wirklich auch hier regionale Kost gibt, regionale Früchte, so Beeren und Erdbeeren und vielleicht auch schon die ersten Äpfel und sowas. Das ist gut. Und die Gemüsefrüchte gibt es ja da immer und Brokkoli und das auf alle Fälle. So. Und dass man wirklich auch eigentlich so viel Gemüse roh essen kann. Man, was Blumenkohl kann man roh essen? Ja, Blumenkohl ist immer so das Erste, was die Leute immer sagen. Ja. Ich meine, Kartoffeln, Auberginen sind ungünstig, ne? Aber sonst kann man... Viele haben auch Spargel, die Spargelspitzen roh essen. Die essen ja die meisten nur gekocht. Ne? Grüne Spargel kannst du da komplett roh essen. Auch die Stängel. Ja, ihr könnt ja mal in den Kommentaren von Silkes Kanal und meinem Kanal, je nachdem, wo ihr das Video jetzt gerade schaut, könnt ihr einfach mal so eure Meinung posten mit so einem Rohkost-Potluck, wie ihr das fänden würdet, wenn ihr kommen würdet. Jeder ist ja ein potenzieller Rohkost-Teilnehmer, Rohkost-Potluck-Teilnehmer, wenn halt so ein Potluck wirklich sehr puristisch stattfindet vom Essen her. Und spannend, wie die Menschen reagieren. Gut. Genau, und wann ist der nächste Potluck? Das wird sich heute Abend wahrscheinlich feststellen. Entweder am 1. oder 8. April. Unsere persönliche Tendenz geht zum 1. Mal gucken, äußere Umstände. Freitanz ist eine Sache, die sehr, sehr gerne von vielen jetzt genutzt wird. Im Anschluss ist halt so eine Tanzveranstaltung. Also die ist einmal im Monat und wir legen das gerne zusammen, weil viele halt deutschlandweit kommen und diesen Freitanz gerne mitmachen würden. Wir werden es dann... Wir werden es vielleicht unten einblenden, weil wenn das Video kommt, das wird ja erst nächste Woche sein, dann sollte das geklärt sein. Also unten in der Infobox seht ihr dann den Termin für den nächsten Potluck. Gut. Der wird dann wieder draußen stattfinden. Ja, das ist so geil. Wieder ja. Im Agrapark. Im Agrapark. Facebook-Veranstaltung gibt es wieder. Poetis Silke oder ich auf unseren Kanälen und auf Facebook. Und dann. Genau. Und wenn ihr nicht bei Facebook seid, dann schreibt einfach unten in die Kommentare, wenn ihr dabei sein wollt, wo, wie, wo. Also wenn ihr genauere Anleitung braucht, wird das genau. Ich habe auch noch eine Seite gemacht, komplett werbefrei, www.rogan.de, R-O-H-G-A-N.de. Da schreibe ich auch immer die Potluck-Veranstaltung für alle, die nicht bei Facebook, YouTube und die halt wirklich, auch wenn ihr das YouTube-Video bei uns guckt, dann werdet ihr es ja irgendwie gesehen haben. Aber das ist halt so eine Plattform, wo komplett werbefrei und keine persönlichen Daten und so weiter, wo ihr euch einfach auch mal nachfragen könnt und euch da, aber wie gesagt, irgendwie findet ihr schon den Weg zum Potluck, wenn ihr den wollt. Genau. Gut. Na dann. Das war's. Gut, tschüssi. Ciao. Beep, beep, beep.